jetzt gut hingekriegt haben. Mir helfen auch jüngst die Resultate von Darmstadt, dass da kein Mensch die unterschätzt oder irgendwie denkt, das ist... Darmstadt sei nicht zu unterschätzen, obwohl sie auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Routiniert beantwortet 05-Cheftrainer Martin Schmidt die Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Darmstadt 98. Die Pressekonferenzen vor jedem Spieltag sind ein festes Ritual. Wir als AZ-Nachwuchsreporter wollten von Martin Schmidt wissen, wie er die Fragen der Journalisten erlebt. Gibt es Fragen, die Sie wirklich auf die Nerven gehen, die Sie schon zu oft gehört haben, die Sie wirklich gar nicht mehr hören können? Ja, was sind Tipps für Reporter? Also eigentlich ist es immer gut, wenn es Fragen sind aus dem Fußball, aus dem Sachlichen, aber halt nicht so... die Standardfragen, die man immer hört, wenn ich zum Beispiel ich gucke viele Spiele, viele Nachberichterstattungen und so, da denke ich manchmal, jetzt frag doch mal was Spannendes. Und dann finde ich immer gut, wenn man auch mal was aus dem Leben nimmt oder zum Beispiel mal eine Frage nicht nur zum Fußball, sondern auch mal über den Tabellenrand drüber, weil da entlockt man dann manchmal dem Interviewten oder auch dem Trainer mal halt auch ein bisschen mehr Weitblick oder auch mal ein anderer, oder er kommt dann irgendwie zum Reden, weil... Es gibt nach dem Spiel gibt's gewisse Dinge, die ich weiß, aber nicht sagen darf, und die lasse ich mir auch nicht entlocken. Und wenn plötzlich auch mal eine andere Frage drin ist, das interessiert den Zuschauer auch mal. Auch mal, wie ist eigentlich der Druck so beim Spiel oder wie geht man damit um oder was macht ihr mal, wenn nicht Fußball ist oder irgendwie so. Also es ist schon auch spannend, wenn es mal über was drüber, so wie jetzt in der PK auch gesehen, plötzlich kommt die Frage wegen der Sprache, Almöhi, wie auch immer. Sowas lockert das auch immer auch. Es lockert dann auch den Interviewten und plötzlich kriegst du eine Antwort oder kommt er ins Reden, und je mehr das eigentlich den du interviewen willst, redet, umso mehr Fakten hast du nachher. Und wenn du deine drei Standardfragen bringst und ich gebe meine drei Plattitüden raus, hau ich raus, was will man dann? Dann hast du am Schluss ein Interview und sagst, ja, eigentlich haben wir das alle gewusst. Und deshalb glaube ich immer auch spannende Fragen, auch immer noch gucken, mit einer Frage den Interviewten zu überraschen, wo er nicht rechnet. Weil ich stelle mich, wenn ich hierher komme, auf alles ein. Ich stelle mich ein zu Darmstadt, was ich sagen will, was ich nicht sagen will. Zum Platz stelle ich mich ein. Ich habe mich auf viele Themen, bereite ich mich vor. Aber weil ich nicht vorbereitet bin, ist plötzlich auf eine Frage wie Existenzangst aus einem Interview von mir. Oder plötzlich verdeutschen, was das heißt für mich als Schweizer und so weiter. Da bin ich nicht. Und da muss ich plötzlich spontan sein. Und da kriegst du eher mal was an die Hand, was spannend ist oder was der Zuhörer vor allem spannend ist. Weil der Reporter muss ja Fragen stellen, die den daheim interessiert. Und nicht, dass der daheim denkt, oh, das ja, immer dasselbe. So, deshalb glaube ich, die eine gewisse Lockerheit, und das hilft schon. Vielen Dank. Danke.